deinen Führerschein zurück. Mit Sedura, mit Sedura, hol dir deinen Führerschein zurück. Mit Sedura, mit Sedura, hol dir deinen Führerschein zurück. Mit Sedura, mit Sedura, hol dir deinen Führerschein zurück. Mit Sedura, ihr macht den Lappen wieder klar. Herzlich willkommen zurück. Heute haben wir hier den lieben Robert bei der Erfolgsgeschichte. Der Robert hat seine MPU bestanden und bekommt jetzt von uns diesen vergoldeten Award für seine bestandene MPU. Erstmal Glückwunsch, Robert, dazu. Sehr, sehr geile Nummer, die du da geleistet hast. Bist jetzt auch hierher gekommen. Wo kommst du aktuell her? Aktuell aus Thüringen. Aus Thüringen, ne? Erfurt, also bei Immenau. Mhm. Und ziehe jetzt ab 1. Oktober in meine Heimat nach Brandenburg. Ja. Bei Cottbus. Genau. Ja, und da will ich dann halt neu durchstarten, okay, beruflich. Cool. Ja. Schon sehr geil, genau. Und was ist denn bei dir genau passiert? Also warum wurde damals der Führerschein bei dir eingezogen? Ja, ich war halt LKW-Fahrer 5 Jahre und wie gesagt, war ein Tag vorher feiern gewesen. Da wurde Amphetamin konsumiert, THC, und musste nächsten Früh mit dem LKW los. Musste eigentlich Richtung Berlin fahren, aber ich habe die falsche Auffahrt genommen, bin Richtung Polen gefahren. Und dann auf der polnischen Autobahn bin ich dann eingeschlafen und in die Mittelleitplanke. Oh, also das ist schon ziemlich heftig dann. Ja, es war echt extrem. Ich stand auch bestimmt noch 3 Stunden unter Schock, bis die Polizei kam. Und ja, und dann ging es dann halt schnell. Alkoholtest war 0,0. Und dann halt der Schnelltest vom Drogen war halt positiv. Und da wurde ich dann halt gleich mit Handschellen abgeführt. Und das heißt, du wurdest dann quasi auch direkt, kamst direkt in die U-Haft dann rein. Genau. Erst ins Krankenhaus, Blut abnehmen. Und dann wurde ich direkt in die U-Haft, 1,5 Tage. Ja, das ist schon ziemlich krass dann gewesen, krasses Ereignis. Ja. Meine Eltern mussten mich dann halt auch freikaufen mit 12.000 Zloty und sind umgerechnet 3.000 Euro. Ja, das ist schon eine Nummer auf jeden Fall. Ne? Ja, und der Aufenthalt da an dem Gefängnis, der war nicht schön. Ich hatte keine Toilette drin, nichts. Ich musste jedes Mal klingeln, wenn ich irgendwas trinken wollte oder auf Toilette muss. Und dann das Frühstück oder Abendbrot, ich konnte mich an die Zeit gar nicht mehr so dran erinnern, was welche Uhrzeit war. Mir wurde alles abgenommen. Nur noch auf Unterwäsche habe ich in der Zelle gelegen. Wann war das? 2019. 15.03.2019. Das ist ein einschneidender Tag, den man nicht so schnell vergisst. Ne? Ja. Den werde ich nie wieder vergessen. Ja, definitiv. Das ist da gerade auch in Polen ziemlich streng, was das betrifft, mit Führerschein und BTM oder Alkohol. Ne? Und da geht's dann relativ schnell in die Haftstrafe und langes Führerschein und Fahrverbot. Ja. Und dann gibt es auch tatsächlich in Polen die MPU. Das heißt, du hast auch psychologische Gespräche und erst wenn du die bestehst, kriegst du deinen Führerschein dann ganz am Ende wieder zurück. Ja. Also es ist deutlich härter als wie in Deutschland. Ja. Das ist schon sehr, sehr krass. Ja. Du hast uns auch hier dein Gutachten mitgebracht, sehr, sehr cool. Ja. Das können wir uns einmal kurz anschauen, bevor wir weitermachen. Hier sieht man ganz klar, wann du deinen Untersuchungstag hattest. Und auf der nächsten Seite sehen wir auch, was da genau passiert ist und an welchem Tag es passiert ist. Und ebenso finden wir jetzt auf ein paar Seiten weiter, dass du bei uns die Vorbereitung gemacht hast. Und jetzt die bewährte letzte Seite hier natürlich zu stehen, das ist nicht mehr zu erwarten, dass du in Zukunft die gleichen Fehler im Straßenverkehr machst und somit ist das Gutachten auch bestanden und du auch dementsprechend heute hier. Erstmal sehr, sehr cool. Ja, ist natürlich krass, dass du dann die Auswahl verpasst hast und das Ganze dann so ein Ende genommen hat. Ne? Bis gegen die Mittelleitplanke auf der Autobahn. Mittelleitplanke gekracht mit einer hohen Geschwindigkeit. Weißt du das noch? Also der Aufprall war mit 35 km/h. 35, also hast du quasi relativ gepennt sogar. Ne? Ja, also bestimmt eine Minute schon vorher. Ja. Warst du so erschöpft gewesen, oder? Na, und weil ich halt eine Grastüte vorher, also nein, nicht vorher, sondern du warst einfach zum Runterkommen von dem Amphetamin habe ich halt, glaube ich, 6 Stunden vorher eine Grastüte geraucht und das war halt der Fehler. Okay, ziemlich krass. Ja. Hast du dann da auch beruflich richtig Probleme bekommen? Ja, ich habe sofort fristlose Kündigung. Ja, weil du LKW-Fahrer bist, ne? Ja. Wie ging es dann weiter, auch privat? Privat, ich bin dann direkt von Spremberg, wo ich jetzt wieder hinziehe, bin ich nach Ilmenau gezogen, um einfach Abstand von allen, weil ich war ja dann im Stadtgespräch, da kennt, also wie ein Dorf, kennt ja jeder wie hin. Und ich habe gesagt, ich muss einfach raus und jetzt habe ich halt 3 Jahre in Ilmenau gelebt und die tat mir auch ganz gut die Zeit, bin dann halt in meinen ersten Beruf Gastronomie wieder gegangen und da haben mich quasi mit meinem Ex-Mann in Ilmenau wieder getroffen, wir waren mal kurzzeitig auseinander, er war in Hamburg, ich in Ilmenau dann, ja, und da haben wir 2 Jahre verlebt. Und er hat mir auch dabei gut geholfen, das Ganze durchzustehen. Die Abstinenz und das. Das mit dem Lernen. Und dann hat er sich getrennt von mir. 2021 im Januar. Ja. Einen Tag nach meinem Geburtstag. Das ist natürlich krass. Ja, und dann bin ich zu meiner Cousine jetzt gezogen bis dato.
Und die hat mich auch sehr unterstützt, die hat mir bei allen geholfen. Ja, ja. Deswegen auch quasi der Neustart in Brandenburg. Ja, 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 verstehe, ergibt dann Sinn. Ne? Ja, ist ziemlich krass, dass das alles so dann ziemlich schnell auf einen wirkt. So, und dann noch diese ganze PU-Problematik, dann Beziehungsprobleme, das ist schon ziemlich heftig. Ja, es war ganz schön heftig, ja, die Zeit. Aber sehr gut, dass du es erstmal durchgestanden hast. Ich musste es durchziehen, weil was anderes bleibt mir nicht übrig. Ganz genau, das ist die richtige Einstellung. Ja. Hast du denn dann nach dieser Auffälligkeit, nach diesem Unfall auch direkt aufgehört mit den Konsum oder gab es so Schwierigkeiten? Eigentlich nach dem ersten aufgehört habe ich am 1. April 2019, wo ich direkt umgezogen bin. Wo ich aus der Umgebung raus bin, von den ganzen falschen Freunden weg. Ja, ja, genau. Also war das irgendwie für dich so im Kopf verankert, so dass einfach dieser Ort, die Örtlichkeiten auch zum Konsum führen. Also das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass man einfach den Freundeskreis wechselt oder auch einfach den Ort wechselt. Ja. Ne? Genau. Und wusstest du dann, dass eine MPO auf dich zukommt und was dich da alles erwartet? Definitiv. Nach den Werten von den Bluten, vom Blutwerten her, da wusste ich direkt, dass ich weißt ohne MPU. Was du drin hattest? 3,3 Nanogramm THC und 80 Nanogramm Amphetamin. Mhm, und 0,5 Promille waren im Blut drin. Mhm, genau. Mhm. Ja, es ist natürlich ein ordentlicher Cocktail gewesen. Ja, ne? Ja, ganz der Mischkonsum, der war halt dann doof. Mhm, ja, das ist tatsächlich blöd. Aber ist glücklicherweise nicht immer so, dass das so verläuft, ne? Also, dass die Leute einen Unfall bauen. Aber es ist natürlich eine krasse Nummer gewesen. Ne? Mhm. Hast du dich dann auch schlau gemacht, so, weil du dann wusstest, ey, ich habe jetzt führerscheintechnisch Scheiße gebaut, auch strafrechtlich. Mhm. Wusstest du so, was genau auf dich zukommt? Gab es auch Gerichtsprozesse dann? Nee. Oder gar nur von polnischer Seite. Ich habe nur meine Strafe bezahlt. Ja. Das waren dann insgesamt 15.000 Zloty. Und da, wie gesagt, ich habe jetzt noch bis 15.03.23 Fahrer wurde in Polen, aber in Deutschland darf ich jetzt nach der MPU. Ja. Das war das erste Strafverfahren. Genau, okay. Und hier in Deutschland wurde ja direkt MPU angeordnet. Genau. Ja. Und hast du dich dann zu diesem Zeitpunkt auch damals schlau gemacht, so wie das mit der MPU funktioniert, wie du das ganze Thema angehen lässt, oder hast du das erst etwas später dann angefangen? Etwas später erst. Ich hab aber gleich mit der Abstinenz angefangen, weil ich wusste, das wusste ich von einer Freundin, ihr Mann, der hatte mit Alkohol MPU machen müssen. Ja. Und da ich ja den Mischkonsum hatte, habe ich mit komplett Abstinenz, also Alkohol und Drogen. Genau, ja. Und da habe ich ja ein halbes Jahr, bevor ich zu euch gekommen bin, habe ich direkt angefangen, damit ich keine Zeit verliere. Ja, ganz gut. Ne? Und hast du da einen Unterschied gemerkt, so wenn man mal komplett eine Zeit lang Abstinenz ist, wie so die eigene Vitalität? Also der erste Monat, also von Alkohol zumindest, war ein bisschen anstrengend, weil ich da zu dem Zeitpunkt schon in der Gastro gearbeitet habe. Mhm. Da wurde dann halt auch ab und zu mal mit den Gästen was getrunken und so. Aber nach einem Monat war mir das egal. Da war ich... Was gefestigt, ne? Ja, also ich hatte problemlos, habe ich ein Jahr und drei Monate durchgezogen. Ja, sehr geil. Mhm. Ja. Aber hast du denn da auch letztlich so gemerkt, so dass es dir besser ging ohne BTM? Mir ging es besser. Oder, definitiv. Auch körperlich, ich habe gut abgenommen. Ich habe 108 Kilo gehabt. Mhm. Jetzt bin ich bei 90. Ja, ist doch schon mal sehr geil. Und habe Geld gespart. Ich konnte mein Auto bar bezahlen. Mhm. Ich konnte die MPU bar bezahlen. Ja. Euch bezahlen. Das ist im Prinzip einfach so diesen Kontrast, also viele Menschen, die lange konsumieren, dauerhaft konsumieren, die stellen sich das vor, nüchtern zu sein, komplett blöd. Aber wenn sie es dann wirklich schaffen, nüchtern zu bleiben, dann merken sie einfach, dass sie ja einfach wieder viel mehr Spaß am Leben haben, einfach generell Sachen richtig absolvieren und das ist einfach so ein Learning, was die Leute auch mir immer wieder sagen, dass einfach so, hey, das denn, wo ich jetzt aufgehört habe, hatte ich einfach viel mehr Lebensfreude wieder zurückbekommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wie bist du denn letztens auf uns aufmerksam geworden, weißt du das noch? Aufmerksam durch eine Werbung von Facebook. Seid mir direkt sympathisch rübergekommen und habe mir dann halt mal die Kommentare oder die Rezensionen bei Google angeguckt. Und deswegen habe ich gesagt, das wird mein Team. Ja, hast du einfach durchgezogen, ne? Ja. Ich habe nur die Werbung bei Facebook gesehen und die Gesichter waren mir gleich sympathisch und direkt angeschrieben und wurde auch direkt genommen. Ja, ganz genau. Warst du denn da so am Anfang unsicher oder skeptisch gewesen? Gerade weil es ja auch online ist. Ich war nicht unsicher, sondern ich war eher aufgeregt, wie es abläuft. Und wie gesagt, ich habe noch nie über Zoom oder irgendwelche Meetings gemacht. Das bin ich halt nicht. Aber es war eigentlich locker. Und also du hast der ganzen Sache schon vertraut. Ja, vom ersten Moment das Einführungsgespräch mit dem Oliver, glaube ich. Genau. Es war echt... Sehr cool. Ja. Hättest du denn gedacht, dass das Ganze auch online funktioniert, so eine gesamte Vorbereitung, ohne dass man sich vorher so trifft, wie gar nicht. Jetzt hier sitzt? Hatte ich ja noch nie und konnte ich mir auch nicht vorstellen, aber das war der Beweis, dass es geklappt hat. Ja. Denkst du doch, es würde auch bei anderen Themenbereichen so funktionieren? Ich denke auch. Ja. Also gerade in der heutigen Zeit mit dem Corona und so, da ist es online schon, darauf wollte ich hinaus. Schon geil, man braucht nirgendwo hinfahren. Ja. Das spart dann auch Zeit und Sprit. Die Spritpreise sind ja natürlich auch gerade nicht. Ja. Gerade wenn du auf dem Land lebst und die nächste Stadt 2 Stunden mit dem Auto,
Stunden beispielsweise oder anderthalb Stunden. Ja. Das ist schon ziemlich heftig. Ne? Und wenn du das dann regelmäßig machst, dann geht das schon irgendwann auf die Substanz. Ja. Genau. Gut, welche drei Dinge haben dir denn am meisten bei uns gefallen bei deiner gesamten Zusammenarbeit? So also wenn man direkt Fragen hatte, die wurden gleich innerhalb von 8 Stunden beantwortet. Mhm. Wenn du natürlich erst abends eine Frage stellst, wo ihr schon Feierabend habt, ist klar, dass erst früh beantwortet wird. Und ich fand das ganze System, wie es aufgebaut ist, das ist einfach mega. Man muss sich da reinfuchsen zwar, aber man kommt schnell rein. Ja, ja. Du hattest ja im Prinzip vorher ja gar keine Ahnung gehabt von den ganzen MPU-Materialien und hast dann das komplette Wissen dir angeeignet, ne? Wie gesagt, die ersten Module, die habe ich erfolgreich dann immer durchgeschaut, auch nicht nur einmal, sondern man muss sie mindestens 2-3 Mal einfach durchziehen. Empfehle ich auch, ja. Also ihr habt euch super eingesetzt, ich bin immer noch sehr zufrieden, dass es euch gibt. Ja, sehr cool, großes Danke dafür. Ja. Wobei hat dir denn Sedora genau geholfen, so, wenn ihr jetzt mal rückblickend so... Ja, die ganze Vorbereitung, wie die MPU abläuft, allgemein auf was ich achten muss, schon kleidertechnisch und das Auftreten einfach, wie ich da sein soll. Und Vor allem auch mit der Lösung, mit der Schablone, mit dem psychologischen Gespräch. Genau. Was gab's oder was fandest du persönlich extrem oder besonders schwer beim MPU-Prozess? Was war so das Schwierigste? Die Schablone. Das Schablone, in welchem Kontext genau? Also sie einfach in verinnerlichen. Mhm. Also man darf sie nicht auswendig werden, weil das... Du musst sie einfach verstehen. Man muss sie einfach verinnerlichen und nicht die ganze Schablone auch beim Psychologen runterrattern, weil das kriegt er sofort mit. Und ich habe wirklich ich habe Probleme, mir immer irgendwas zu merken. Und die Schablone, ich habe mir die bestimmt 15 Mal abgeschrieben, dann habe ich sie mir noch auf Karteikarten, die Frage vorne drauf und die Lösung hinten. Und dann habe ich es mir noch als Sprachmemo gemacht und dann immer abends schön habe ich mir mal eindudeln lassen. Und ein eigenes Hörbuch. Ja, genau. Ich habe mir quasi ein eigenes Hörbuch gemacht mit der ganzen Schablone. Ja, sehr cool. Aber das ist einfach eine super Initiation, dass du es geschafft hast. Oder? Ja, und auch dann halt die Unterstützung von meiner Familie. Ja, ja, die haben sich auch mit mir hingesetzt. Ja, ja. Aber das ist halt auch der intensivste Part der Vorbereitung. Ne? Gerade das psychologische Gespräch. Ja. Ne? Ja. Wie war denn da der Gutachter zu dir? Gutachterin, wie war die? Die war mega. Ja. Die war mega freundlich, herzlich. Ja. Die hat mir auch gleich angesehen, dass ich hier schwitzige Hände hatte und Angst hatte. Die hat auch ein paar Spitzen gerissen. Ja. Was hat sie gesagt? Nur reiß dich mal zusammen, ich bin hier kein Teufel oder so. Hat sie irgendwie das rocken wir heute hier schon. Die war echt mega gewesen. Ja, ja. Und dann kriegt man direkt ein besseres Gefühl. Ja, und dann bin ich auch runtergekommen und dann das Gespräch lief 45 Minuten und wir haben gelacht. Geweint habe ich auch. Ja. Okay. Weil das waren Momente, die. Ja, sind ziemlich viele Sachen passiert einfach bei mir. Und dann kann das schon mal passieren. Aber sie hat gesagt, das ist alles normal. Dann hat sie mir die Taschentücherbox hingegeben und dann haben wir wieder gleich gelacht, wieder eine Spitze gerissen. Und dann war echt. Cool. Also das Gespräch war top, auch allgemein. Den Reaktionsdezibel versammelt. Aber hast du dann nochmal gemacht? Nee. Aber hast du gerade bestanden? Ich habe ihn gerade so bestanden. Ja, ja. Ja, manchmal sind die schon echt fies, wenn die Bilder ganz schnell aufflackern, du schnell ein paar Töne dir oder Töne hörst und du noch Farben drückst. Ja, das war. Das kann dann schon ein bisschen. Aber das war gar nicht so das Letzte. Da waren 4 Bilder und dann war unten das Bild und dann sollte ich es vergleichen, ob das oben. Aber das waren so eine komischen überall Striche und da bin ich nicht klar gekommen. Weil das zu viele kleine Linien. Genau, und da musste da alle 4 durchgehen, ob das alles übereinander stimmt. Dann kriegt man immer einen Rappel, ne? Da bin ich mal durchgedreht, ey. Aber ich habe es gut geschafft. Was hat die Gutachterin dir dann für ein Feedback gegeben? Hat die direkt gesagt? Ja, also von meiner Seite her kriegen Sie von mir ein positives Gutachten, jetzt müssen Sie sich bloß zusammenreißen beim Reaktionstest. Und dann musste ich mich nochmal in den Warteraum setzen und dann, wo ich den habe ich zum Schluss gemacht. Also das Gespräch war zuerst, dann beim Arzt und dann den Test. Und dann war das Ergebnis da vom Test und da hat sich so geschmunzelt. Und die Empfangsdamen haben auch schon gelacht und die eine hat so gemacht. Ja. Und die Ärzte dann, hey Dicke, ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie hören von mir im positiven Sinne. Ja, das ist schon da konnte ich schon ruhig laufen. Also war schon. Wie lange hat es ungefähr gedauert, bis das gut war? 3 Wochen. 3 Wochen. Weil der Feiertag dazwischen war, glaube ich. Ja, war es relativ fix. War da Ostern, glaube ich? Weiß ich gar nicht. Kann sein, aber ich glaube, Ostern war dazwischen. 3 Wochen ist vollkommen im Rahmen. Nee, da stand auch von der Pima. Ja. Drin, dass es halt 3 bis 4 Wochen dauert. Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist so der übliche Rahmen, das ist vollkommen in Ordnung. Nee, ging dann relativ zügig. Und dann war es positive Gutachten, hast du es abgegeben, hast du auch direkt deinen Führerschein bekommen? Ja, vorläufigen, ja. Dann in einer Woche später kam die Chipkarte dann. Genau, okay, sehr geil. Wie ist das jetzt wieder mobil zu sein? Ja, einfach mega. Ja. Wie lange hast du den Führerschein effektiv gar nicht gehabt? 2 Jahre. 2 Jahre ist schon eine gewisse Zeit. Ne? Ja, es ist. Ist wie beim ersten Mal, wenn du den dann wiederbekommst. Ja, so, ja, ähnlich. Schon etwa, ja. Sehr endlich, ja. Und dann endlich wieder ein Auto zu haben und
Bist du jetzt wieder im ursprünglichen Beruf drin oder? Na jetzt, seit 31.08. wurde ich gekündigt in der Gastro. Mhm. In Ilmenau wegen Geschäftsaufgabe. Mhm. Die alten Geschäftsführer, die werden 70 nächstes Jahr. Und ja, gehen einfach in Ruhestand. Ja, genau. Ja. Aber hast natürlich deutlich mehr Möglichkeiten. Und ich habe jetzt schon über 50 Angebote wegen Berufsgabe. Ja, das meine und ich. Ja. Wie gesagt, jetzt mache ich erstmal den Umzug zum 1. Oktober ja. und komme erstmal in Ruhe an, muss auspacken und dann genau. ab November dann starte ich. Dann startest du einfach wieder komplett ja. neu durch. Ja. Ja. Sehr, sehr cool. Ja. Was hast du denn jetzt aus dieser ganzen MPU-Geschichte gelernt, so gerade fürs Leben? Also, ich werde nie wieder trinken, geschweige Drogen sowieso. Trinken tue ich ab und zu mal wieder was, mhm. aber Drogen ist für mich mhm. erledigt. Ja, ja. Weil durch die Drogen kriege ich Probleme, schlechte, also habe ich nur falsche Freunde, die dich ausnutzen und das habe ich jetzt gemerkt auch. Ja, ja. Und das will ich einfach nicht mehr. Wie gesagt, und wenn ich was trinke, steige ich nicht mehr ins Auto. Ja, ganz genau. Und dann auch kontrolliert und dann passt genau. es auch. Du mit den Betäubungsmitteln kommst du wieder in diese negative Abwärtsspirale. Ja, ja. Das macht einfach auf der ganzen langen Sicht gar keinen Sinn. Mhm. Cool, Robert, vielen, vielen Dank, dass wir heute mal so darüber sprechen konnten, ja. über deine Geschichte, über deinen Weg. Mhm. Wen würdest du uns empfehlen und vor allem auch warum? Wen würdest du Sidura empfehlen? Gerade jetzt für die Menschen, die jetzt hier im Internet sich das anschauen, wem würdest du das empfehlen? Na, der in die gleiche Situation kommt wie ich oder ähnlich. Mhm. Und dann jedes Mal, oder wenn mich einer fragt, mhm. zu welchem MPU-Berater würde ich nur euch mich direkt zu euch mhm. schicken. Und einfach weiß, das hat funktioniert ja. und die sind super. Ne? Ja. ja, genau, okay, sehr cool. Ihr habt ja eine Erfolgsgeschichte schon geschrieben. Ja, ja ganz genau. Mhm. Okay, sehr cool. Danke dir, Robert. Mhm. Ja. Und wenn du dir gerade auch das Video angeschaut hast und du auch dieses MPU-Problem hast, du eine Anordnung bekommen hast, dann kannst du dich auch gerne mal bei uns für ein komplett kostenloses MPU-Beratungsgespräch eintragen. Einfach auf www.sedura-mpu.de. Den Link findest du auch hier in dieser Videobeschreibung. Dort kannst du dir ein kostenfreies Erstgespräch buchen, in dem wir dir genau erklären, wie du deinen Führerschein zurückbekommst und vor allem auch, wie wir deine Abstinenz verkürzen, sodass du kein ganzes Jahr nachweisen musst. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Dustin Sennewald. Jeden, der eine MPU machen muss, egal wegen welchem Thema, würde ich das empfehlen, weil hier einfach auch an dieser Sicherheit gearbeitet wird und auch an dem ganzen Prozess, ja, wo man am Ende auch auf jeden Fall bestehen kann, wenn man sich 100% dahinter hängt.